Hallo meine Lieben, schön, dass ihr hier eingeschaltet habt und willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich hier in Köln und möchte mit euch ein Live-Primark drehen. Also wenn ihr Interesse habt, kommt mit. Hier muss man wirklich darauf achten, dass man zwei Nummern größer nimmt, als was man sonst anhat. Das würde normal sein. Ist das die Größe? 44. Die sind auch schön eigentlich. Das hier hatte ich letztens schon mal. Das hatte ich schon mal an und das war mir viel zu klein. Dieses Mal will ich auf die richtige Größe achten. Normalerweise würde ich 40 tragen, aber man kennt ja Primark. Was steht auf dem Shirt drauf? Amazing. Guck mal Leute, meine Schuhe. Aber ein Primark. Sieht echt schön aus. Und? Ist reduziert? 3 Euro. Kann man eigentlich nicht sagen, ne? Amazing steht drauf. Ja. Yeah. It's amazing as much as you are. Und wie findest du das? Ich finde das eigentlich auch ganz süß. Guck mal, wie süß. Mal ehrlich, wer kauft sowas? Passt keiner rein. Für den Alltag. Passt keiner rein in solche Dinge hier. Ja, was für Jasmin hier. Warte, IT-T-Shirt. Ein IT-T-Shirt. Film ruhig auch mal so. Nathalie wieder auf Neon-Trip. Neon. Immer nur für die Magerrippchen. Immer für Magerrippchen. Oh, wie süß. Magst du sowas? Oh yes. Oh Findest yes. Ist das schön? Oh yes. Das haben? Ja, nimm mal eins mit. Kostet 10 Euro. Nee, 34. Findest du das schön? Nee, das finde ich nicht schön. Findest du das schön? Ich finde das süß, aber ich weiß nicht. Der Preis entscheidet. Preis entscheidet. 10. Filmer. Guckt Leute, das ist das, was ich in meinem Primark Haul dran hatte. Mhm. Das gibt es noch, das kostet immer noch 8 Euro. Mhm. Die Tasche ist extrem geil, Leute. Die ist echt extrem geil. Richtig geil. Was sagst du zu der Tasche? Ich finde die mega. Die ist geil, ne? Ich habe mir letztens schon eine Tasche gekauft, das hätte ich die mitgenommen. Beim Primark shoppen und hier bin ich richtig. On YouTube. Hier bin ich richtig. Primark. Achso, wir sind im Übrigen hauptsächlich wegen Hosen hier. Weil die ist gut aus. Und dieses Mal will ich ein paar Hosen mitnehmen. Ja. Wir stehen hier gerade vor einer. Ja, dann kommst du aber zuerst. Muss ich mal bühlen. Sieht eigentlich schön aus. 44. Mal gucken, ne? Man muss ja zwei Nummern größer nehmen. Aber ich befürchte einfach, dass sie dann hier unten einfach nicht mehr, sie da unten einfach nicht mehr so schön dünn sein wird. Die vielleicht. Das sieht auch schön aus, ne? Mhm. Ist aber ein bisschen gruftig. Muss jetzt nicht sein. Das ist Nadines Rucksack, den gibt es auch noch für 16 Euro. Ja. Also der ist auch noch da. Hast du noch bekommen? Ja, der hing aber letztes komplett woanders. Das ist doch gar nicht so lange her. Ja. Das hier sieht schön aus eigentlich. Das ist bestimmt figurbetont. Sogar eine Oma findet hier schöne Klamotten. Den könnte meine Oma tragen. Und? Hast du einen gefunden? Ja. In deiner Größe? Ja. Such mir mal hier eine Größe raus. Das sieht eigentlich ganz schön aus. Was nimmst du denn? Ich habe normalerweise 38, aber nimm mal 40.
Hier gibt es Gesichtsmasken, hier gibt es Goldschlucker. Hiya! Wir sind in Beauty Twins beim Primark. Runter? Ja, toll. Na gut. So. Also, jetzt in die BH-Bikini-Abteilung. Hallo? Ja. BH-Abteilung? Beziehungsweise BH-Schlafanzug-Abteilung. Oh, this looks huge. Oh, nice. Nice. Schlafanzüge. 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 Ich würde sagen, wir sind echt fett in der Schlafanzugabteilung. Hier findet man BHs. Also hier findet man BHs ohne BH-Träger hinten am Rücken. Das ist eigentlich auch eine gute Sache. Für den Sommer ist das voll genial. Hier sind auch Silikoneinlagen. Aber die sind bestimmt voll hart und auch nicht so weich. Die sind bestimmt nicht so weich wie meine jetzt und sind noch viel zu klein. Hier unten haben wir nichts gefunden. Ganz nach oben fahren. Ich bin gespannt, was ganz oben ist. Das sieht nach Tops aus, das ist gut. Hier sind auch noch die Tops, die ich hier gekauft habe und im Primark wohl zu sehen war. Kostet immer noch 5 Euro. Sehen auch schön aus. 48. Aber sicher ist sicher. Tops kann man immer schön gebrauchen. So dick bist du auch wieder nicht. 42 wirst du es tun. 42 wird es tun. Nathalie kramt wieder für mich. 38, Schatz. Wenn du das findest, wäre das super. Für Nelly was gefunden? Yes, 38. Und von dem blauen hätte ich gern auch eins. Kosten ja nur 5 Euro, von daher ist das ganz gut. Schwarze habe ich nämlich schon. Nathalie kramt wie eine Weltmeisterin. Nathalie findet immer die richtigen Größen. Hoffe ich. Ja, hoffen wir. Hoffen wir mal, ne? Ich kann nicht dafür, wenn es nicht passt. Nee. Zeig mal, wie fällt das dann aus? 38. Ja, ich werde mir mit Sicherheit... Nee, das ist 32. 32 wird nicht passen. Könnt ihr auf solchen Schuhen laufen?
Nächste Hose. Nächster Versuch mit der Hose. Nächster Versuch. Das ist schön. Das erinnert mich so ein bisschen an Nessa. Ja. Ich glaube, das hat Nessa hierher. Das sieht echt schön aus. Hosen. Ich bin so beleidigt. Aber ich nehme 44. Anprobieren, ne? Ach du Scheiße, das passt doch nicht. Ernst? Das ist echt ein bisschen übertrieben, Primark hier. Die setzen einen so vom Selbstbewusstsein runter, dass man gar nicht mehr irgendwelche Hosen anziehen möchte. Unser Korb füllt sich allmählich. Guck mal, wie das aussieht. Ja, vielleicht nimmst du 40. Nee, aber nee, du hast 40, also musst du 42 nehmen. Ich nehme einfach 42. Nimmst du 42 mit aufs Risiko? Aber schön ist sie schon. Schön? Ja, schon. Die ist schon schön. Ja. Nimm mal mit. Anprobieren. Guckt euch den Make-up-Rand an. Mädels, weniger ist mehr. Guckst du mal nach 38? Nettie sucht wieder für Leben. Hier ist noch der Mantel, den Nadine letztens in ihrem Primark-Haul erwähnt hat und gekauft hat. 18 Euro. Immer noch. You can get your hands on it. Auch noch in Schwarz. Und da ist auch noch deiner. Und hier ist auch noch meiner. Den ich jetzt habe. Ja. Jetzt sind wir bei der Schuhabteilung, das ist interesting. OMG. Nice. Very nice. Bam. OMG. Nice. Very nice. Nice. Ja. Guck mal die. Aber die werden geil. Nice. Richtig geile Schuhe. Oh. Wenn du die kaufst, kaufe ich die roten. Das sind auch die Schuhe, die ich auch in meinem Lookbook anhabe. Mhm. Die gibt es auch noch. Schuhe gibt es hier wie Sand am Meer. Was sagst du dazu? Amazing, sag ich. Ich hätte die schon gern irgendwie. Ja, dann nimm sie doch mit. Probier sie einfach mal an. Hier alles fürs Badezimmer. So eine Lippe, wie süß. Und hier unten sind auch noch die Flamingos. Also you can still get your hands on it. Mhm. Ja, dann nimm sie doch mal mit. Anprobieren. Mitholen. Mhm. Voll schön. Der sieht echt schön aus. Ist okay. Hier sind Taschen. 12 Euro. Und ich glaube, Nathalie will auch einen Rucksack haben. Ja, ich schon. Das hier habe ich auch mal in Primark Live Hall mal gesehen. Das zeige ich euch auch. Von süß. Ich glaube, jetzt sind wir bei Taschen, ne? Das ist wahnsinnig. Also manchmal habe ich echt den Eindruck, dass ich glaube, ich stehe gerade vor Gucci. Also so edel. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Tier ist. Meinst du das Tier? Möglich. Aber die sehen schön aus. Auch 18. Ja, eigentlich sieht schön aus, aber der Absatz ist viel zu dünn. Der Absatz ist dünn, aber man kann da gut drauf laufen, weil der zu ist. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Yes. Das ist so mein Stil eigentlich. Ja. Mega. Sieht auf jeden Fall gut aus. Wir nähern uns unserem Tagesziel. Wir wollten ursprünglich Hosen kaufen.